Ich darf mich recht herzlich bedanken. Es hat am letzten Tag 2, Rechnungsabschluss 2014, einen Bericht des Prüfungsausschusses und auch die Beantwortung zum Rechnungsabschluss. Das wird auf die Leinwand gedreht. Können Sie es alle durchlesen? Gut, das hat sich mit dem Durchlesen fertig. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2b, Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses. Da gibt es Erläuterungen zum Rechnungsabschluss. Ich darf ausführen, der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2014 kommt wie folgt: 80.802,36 Ausgaben 7.753.802,36. Somit besteht ein Sollüberschussabgang von 0, das ist ein ausgeglichener Haushalt. Als Anteilsbetrag vom ordentlichen Haushalt kommt in den AOH, also in den außerordentlichen Haushalt, der Betrag von rund 239.538,98 zur Abdeckung nachstehender Vorhaben zugeführt werden. Wir haben bis jetzt jedes Jahr, seit ich Bürgermeister bin, haben wir einen Überschuss produziert. In den letzten Jahren waren es meistens zwischen 500.000 und 600.000 Euro, heuer sind es 239.000 Euro. Aber bis jetzt haben wir immer Einnahmen- und Ausgabenmäßig immer sehr, sehr gut gewirtschaftet. Dieser Betrag 239.000 wurde übergeführt in den außerordentlichen Haushalt. Marke meinte die Tochter geht für Industrie West Angelegenheiten bzw. für das Wasserhaus in der KG. Ist Einnahmen von 7.822.576,42 ist Ausgaben 8.085.685,05. Daraus ergibt sich ein Ist-Abgang von 263.168. Der außerordentliche Haushalt soll Einnahmen 2.930.722,09, Ausgaben 3.319.685,35
Daraus ergibt sich ein Zollabgang von 388.963,26. Dazu darf ausgeführt werden, dass der Zollabgang, wie wir das übernommen haben, im Jahr 2011 bei rund 1,3 Millionen, 4 Millionen, bei 1,4 Millionen stand. Und man kann sehen, dass wir kontinuierlich im außerordentlichen Haushalt durch den Überschuss im ordentlichen Haushalt den außerordentlichen Haushalt dementsprechend reduzieren konnten, was den Abgang anlangt. Und ich sage mal, er sollte in den nächsten 1 bis 2 Jahren auf Null gestellt sein. Der Sollabgang 2014 ergibt sich aus erstens Volksschulen, Generalsanierung, Sollüberschuss 11.046, Straßensanierung, Sollüberschuss 53.784,55, Kreisverkehr, Sollabgang 13.702,70, Rückhaltebecken Wiener-Blusenbach, Sollabgang 78.933,81, Markomendowitz-Wochtag, Industrie West, Sollabgang 378.668,22, Letztstraßenbeleuchtung, Sollüberschuss 13.357,93 und Wirtschaftshoffahrzeuge 4.152,99, ergibt Sollabgang von 388.963,26. Ist Einnahmen 5.283.080,91, ist Ausgaben 5.260.098,88 und ergibt sich daraus ein Ist-Überschuss von 22.982,03. Der Ist-Überschuss ist bei folgenden Vorhaben verrechnet worden: Straßensanierung 5.471,11, Letztstraßenbeleuchtung 13.357,93, Wirtschaftshoffahrzeuge 4.152,99, somit ist der Ist-Überschuss von 22.982,11 dementsprechend ordnungsgemäß übergeführt worden. Man kann auch sehen, dass man auch im ordentlichen Haushalt ordentlich die Wirtschaft, im außerordentlichen Haushalt ordentlich die Wirtschaft bekommen, selbst da auch einen Überschuss erwirtschaftet haben. Kassenabschluss, Einnahmen, anfänglicher Kassenbestand 1.171.208,89, Summe der ordentlichen Einnahmen 7.822.576,42, Summe der außerordentlichen Einnahmen 834.452,82, Summe der voranschlags unwirksamen Einnahmen 4.753.952,61, ergibt eine Gesamtsumme von 14.582.190,74. Im Ausgangsbereich Kassenabschluss haben wir eine Summe der ordentlichen Ausgaben 7.911.566,79, Summe der außerordentlichen Ausgaben 2.723.822,41, Summe der voranschlags unwirksamen Ausgaben 4.679.213,20, schließlicher Kassenbestand mit 732.411,66, ergibt eine Gesamtsumme von 14.582.190,74. Das waren die Erläuterungen zum Rechnungsabschluss. Der Rechnungsabschluss ist zeitgerecht aufgelegen für die Bevölkerung. Jedes Gemeinderatsmitglied hat die Möglichkeit gehabt, in der Buchhaltung sich kundig zu machen, dementsprechend, was den Rechnungsabschluss anbelangt. Wenn es jetzt Fragen von eurer Seite gibt, die Namen aus der Buchhaltung sind heute hier und können noch die eine oder andere Frage beantworten. Bitte. Keine Frage? Dann stelle ich den Antrag. Also ich frage eigentlich nicht, okay. Aber wenn wir dazu was sagen über ein Budget, ja. Wenn man die Zahlen vom Bericht des Prüfungsausschusses sieht, im eigenen Bereich, ich habe schon vorher so ein Budget dazu gesagt, wenn man sparsamer wäre, mit Steuergeld im eigenen Bereich, würde man sich den einen oder anderen kleineren Kredit ersparen oder man täte sich leichter. Und das haben wir ja schon einige Jahre jetzt darauf hingewiesen und da sieht man es auch wieder vom Bericht und das erklärt sich eigentlich auch von selber und darum werden wir auch diesen Rechnungsabschluss auch nicht mittragen. Okay. Ich stelle den Antrag, den vorliegenden Rechnungsabschluss 2014 zu beschließen und die Rechnungsleger, Bürgermeister und Gemeindekassier zu entlasten. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung.
Gegenstimme? Danke. So, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt.